Herzlich willkommen hier in der Wunderkesselküche. Ich bin Kai und wie versprochen habe ich euch heute ein ganz einfaches Rezept für Suppengrundstock mitgebracht aus unserem Wunderkesselforum. Dazu haben wir insgesamt 700 Gramm Gemüse und etwa 100 Gramm Salz. Ich habe jetzt an Gemüse ja so das genommen, was sich eigentlich am besten dafür eignet. Ihr könnt natürlich auch variieren und andere Gemüse- und Kräutersorten nehmen, so wie ihr das wollt oder was man eben auch zu Hause hat. Ich habe jetzt mitgebracht Sellerie, Lauch oder Frühlingszwiebeln, dann natürlich Karotten, Paprika, ein paar Pastinaken, Knoblauch, dann haben wir Schnittlauch, Liebstöckel, Glatte und krause Petersilie. Das ist eigentlich alles und das ist wirklich sehr, sehr einfach. Ihr schmeißt das vorgeschnippelte Gemüse einfach hier in euren Wunderkessel hinein und dann wird das Ganze auf Stufe 9 zu einer homogenen Masse vermischt und zerkleinert. So, das wird ganz schön voll hier, da kommt ganz schön Volumen weg. Knoblauch noch dazu und Salz obendrauf. So, da hat das Töpfchen jetzt ganz schön was zu arbeiten, aber auf Stufe 9 dürfte das gar kein Problem sein. So, machen wir einen kurzen Zwischen. Jo, das müsste eigentlich auch reichen. Das waren jetzt knapp 25 Sekunden. Ja, da hängt noch ein bisschen oben drin. Also einfach nochmal runter drücken. Ja, ein paar Sekunden lassen wir es mal noch laufen. So, damit ist unsere Gemüse-Grundstockpaste eigentlich schon fertig. Die kann man auch genauso lassen. Am besten dann in Schraubgläser oder Einmachgläser reinmachen. Das Ganze ist etwa ein Jahr im Kühlschrank haltbar, weil das ist jetzt ja so viel nicht. Und man kann das wirklich auch an alles Mögliche dran machen, auch an Bratenansatz machen. Wenn ihr das länger haltbar machen wollt, dann könnt ihr das natürlich auch glatt auf einem Backblech ausstreifen und etwa bei 80 Grad im Backofen trocknen. Anschließend dann noch mal kurz in den Thermomix noch mal ein bisschen pulverisieren. Und was natürlich auch geht, ihr füllt das in Eiswürfelbehälter und friert es ein. Dann habt ihr es auch gleich portioniert. Ein Esslöffel ungefähr von dieser Paste reicht als Suppengrundstock für einen halben Liter Flüssigkeit. So, ich fülle das jetzt mal ab, sag bis dahin alles Liebe. Wenn ihr Erfahrung gemacht habt mit diesem Suppengrundstock und ich weiß, viele von euch machen das schon zu Hause und es gibt etliche andere Rezepte und Tipps und Tricks dazu, schreibt mir in die Kommentare, wie ihr das zu Hause macht. Vielleicht habt ihr noch andere clevere Ideen, wie man das Ganze noch mal ein bisschen aufpeppen kann. Das war jetzt wie gesagt nur das Grundrezept. Vergesst nicht, das Video zu liken und wenn ihr es noch nicht getan habt, unseren Kanal zu abonnieren. Ich freue mich auf eure Kommentare, von euch zu hören und zu lesen. Bis dahin sage ich Tschüss aus der Wunderkesselküche.